Von wem? Ja. Von wem? Von dem, der gerade einkauft. Kennst du ihn? Nie gesehen. Wieso drei? Er sagt, für die Stellen unter deinem Kleid, auf die er am meisten gespannt ist. Für jede an. Das stimmt wohl. Sind das seine Freunde? Keine Ahnung. Die sind zum ersten Mal hier. Die reden über Geschäft. Geschäfte. Aber nicht mit mir. Deine lädt die anderen ein. Schon die dritte Flasche Whisky. Besoffen. Es geht. Du, die sind eigentlich ganz nett. Darf ich ihn geben? Ja. Ich hätte ja auch ein Taxi nehmen können. Wo ist es denn? Oh, halt. Hier, rechts rein. Ah ja, hier. Du kannst mich einfach raussetzen. Nein, ich bring dich. Oh. Das brauchst du nicht. Ja, das ist viel zu gefährlich. Das steht jeden Tag in der Zeitung. Es gibt zu viel Besoffene. Was versprichst du mir davon? Ich muss morgen arbeiten. Wir können ihre Klamotten nicht mal ohne dich verkaufen. Wir können uns doch ein andermal wiedersehen. Oh, da fährt einer raus. Vielleicht am Wochenende. Also, du musst arbeiten. Du sagst, du musst um 8 Uhr frühstücken. Ich mach dir Frühstück, ja? Und deine Frau macht einen Abwasch, ja? Mhm. Oh, das hat mir gerade gefehlt. Verheiratet und besoffen. Hm. Und hier. Hm? Ja, ist schon längst raus. Ah, ja. Kupfer zurück. Zurück. Ja. Hopp. Oh, rechts wird Vorfahrt. Der dreht durch. Kennst du ihn? Das sieht man doch. Bei dem Auto. Frankfurter Nummer. Deswegen muss ich ihn ja nicht gleich kennen. Ne? Also wirklich, du, es ist besser, wenn du verschwindest. Wenn uns jemand beobachtet. Wenn sie die Funkstreife alarmieren. Funkstreife? Nicht schon wieder. Durchsuchung bei anderen Personen. Bei anderen Personen sind sie. Ja? Herr Schlichting ist hier. Er möchte Sie sprechen. Na gut, schicken Sie ihn rein. Tag, Herr Schlichting. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt. Waren wir verabredet? Nein, ich war nicht angemeldet. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Möchten Sie etwas? Einen Kaffee oder? Danke, nein, das ist nicht nötig. Tja. Ist sie wieder weg, Ihre Frau? Nein, zu Hause ist alles in Ordnung. Ich will mich kurz fassen. Ich war gestern Abend unterwegs mit Geschäftsfreunden. Alles gute Kunden, wir hatten eine Besprechung. Und dann haben wir zusammen gegessen und anschließend sind wir noch in einem Nightclub gelandet, im Le Jardin. Alkohol.
Ja, natürlich. Ich habe Sie doch gewarnt. Warum nehmen Sie kein Taxi, wenn Sie getrunken haben? Ich habe Ihnen gesagt, das nächste Mal sitzen Sie. Deshalb brauche ich ja Ihre Hilfe. Erzählen Sie. Wie ging es weiter? Ja, gibt's nicht mehr viel zu erzählen. Ich wollte einparken und dabei habe ich einen Wagen angefahren. Einen Saab. Polizei? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe ihm meine Karte unter den Scheibenwischer geklemmt. Aber Sie haben nicht gewartet? In meinem Zustand. Und? Hat er sich gemeldet? Bis jetzt noch nicht. Wie hoch ist der Schaden? Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob man den einzelnen Kotflügel ersetzen kann. Sonst muss er vorne den Wagen neu lackieren lassen. Dann wird er sich schon melden. Und was ist, wenn er sich nicht meldet? Weil er meine Karte übersehen hat oder vielleicht gar nicht gefunden hat? Dann geht er zur Polizei. Das kann er in jedem Fall tun, ob mit oder ohne Ihre Karte, wegen Unfallflucht. Dafür genügt es, dass Sie die Unfallstelle verlassen haben. Das heißt, es gibt womöglich ein Verfahren und der ganze Ärger geht von vorne los. Ja, die Gefahr besteht. Vorausgesetzt, die Polizei findet Sie. Die finden mich bestimmt. Auch wenn er meine Karte nicht hat. Ein Wagen hat ja dort gestanden. Mindestens noch eine Stunde lang. Ich verstehe. Deshalb müssen wir versuchen, uns mit ihm zu einigen. Ist doch klar, dass ich den Schaden ersetze. Und wie kann man ihn erreichen? Keine Ahnung. Das ist ja das Problem. Er fährt einen blauen Saab Turbo. Das ist eigentlich alles, was ich weiß. Nicht mal das Kennzeichen? Als es passiert ist, da war bei mir der Film schon gerissen. Ich weiß nur, dass es ein Frankfurter Kennzeichen war. Und wo ist es denn passiert? Mainstraße Nummer 84, so ein großer, scheußlicher Kasten. Können Sie damit was anfangen? Wenig. Aber wenn er wirklich eine Anzeige macht, gegen mich oder auch gegen Unbekannt, dann müsste es doch möglich sein, herauszufinden, von wem diese Anzeige stammt. Das müsste herauszufinden sein. Der Haken ist nur, wenn die Anzeige erst mal vorliegt, ist es zu spät. Ja, vielleicht nimmt er sie zurück. Er könnte ja sagen, dass das alles nur ein Missverständnis war, weil er meine Karte übersehen hat. Sicher. Wir können es versuchen. Aber das kostet natürlich Geld. Das spielt ja keine Rolle. Das ist mir doch wert. Ich habe da einen Privatdetektiv in der Hand. Mit dem arbeite ich öfter zusammen. Aber früher bei der Polizei. Möglicherweise gelingt es ihm, den Namen in Erfahrung zu bringen. Hier ist seine Adresse. Wenn Sie wollen, melde ich Sie gleich an. Ja. Herein. Morgen, Jürgen. Josef, grüß dich. Oh, neu. Hast du dich erholt vom Mittwoch? Danke, und selbst? Das geht. Setz dich doch. Ah, wie ich sehe, macht die Polizei gerade wieder Gebrauch von ihrer wichtigsten Informationsquelle. Hm? Was verschafft mir das Vergnügen? Nur eine Kleinigkeit. Immer wenn du mich besuchst, komme ich zu der Überzeugung, dass ich bald ein Disziplinarverfahren bereits habe. Diesmal noch nicht. Hör zu, es geht um eine Unfallflucht. Vergangene Nacht, vor dem Haus Mainstraße 84. Ich will nur wissen, ob da schon eine Anzeige vorliegt. Jetzt müsste ich dich fragen, wer sich dafür interessiert. Deswegen komme ich zu dir, damit du mich das nicht fragst. Gut. Ich sehe mal nach. Hast du gesagt, Mainstraße 84? Ja.
Was weißt du von der Sache? Nichts. Was ist denn los? Wegen Unfallflucht liegt nichts vor. Aber in dem Haus ist eine Frau ermordet worden in der vergangenen Nacht. Davon habe ich keine Ahnung. Echt? Ist aber merkwürdig, dass du danach fragst. Wirklich, Jürgen? Wenn ich es dir sage, ich bin nur hier wegen der Autosache. Schon Feierabend? Deine Kollegen, die lassen keinen rein. Da war die ganz anders. War sie eine Nutte? Nein, Studentin. Ihre Nummer steht in der Zeitung, jeden Freitag. Guten Tag. Guten Tag. Moment, Sie können jetzt hier nicht durch. Ich muss auch kommen, ich sag Klemann sprechen. Was wollen Sie denn von ihm? Haben Sie Angaben zu machen? Hallo, Herr Klemann. Herr Matula. Wie geht's denn so? Sind Sie beruflich hier? Nein, rein privat. Sie heißt Inge Weber. Hm? Mhm. Ist da schon was Näheres? Wenig. Sie hatte Besuch, offenbar eine ziemlich lebhafte Party, aber nur ein Gast. Der braucht eine Entscheidung über das Layout. Na, sagen Sie mich, ich komme gleich rüber. Ich muss noch ein Telefon nehmen. Ist was mit Ihrem Auto? Nein, nein, ist in der Werkstatt zur Inspektion. Büro Schlichting? Ja, guten Tag. Ich würde gerne mit Herrn Schlichting sprechen. In welcher Angelegenheit, bitte? Sagen Sie, es ist privat. Für Sie? Er sagt, es ist privat. Ich rufe Sie nachher wieder rein. Danke. Ja, hier Schlichting? Ja, ich habe gestern Abend Ihre Karte an meinem Wagen gefunden. Gott sei Dank, dass Sie anrufen. Ich möchte das unbedingt in Ordnung bringen. Es ist nicht der Rede wert. Trotzdem, es war meine Schuld, das ist gar keine Frage. Aber aus bestimmten Gründen, also ich würde es vorziehen, wenn wir das unter uns regeln könnten. Also ohne Polizei und ohne Versicherung. Sie sagen mir einfach, was es kostet und dann überweise ich Ihnen den Betrag. Nein, nein, deshalb rufe ich nicht an. Ich wollte Ihnen nur danken, dass Sie nicht so einfach abgehauen sind. Das ist doch selbstverständlich. Wirklich? Es lohnt sich nicht. Das sind nur ein paar Kratzer. Ich möchte die Sache trotzdem aus der Welt schaffen. Aber man sieht es kaum. Ich werde gar nichts daran machen lassen. Es ist mir auch lieber so, weil... Sie werden vielleicht verstehen. Ich hatte ein bisschen viel getrunken und... Das Haus ist eine Adresse, die meine Frau nicht so gern hört. Ach so. Ja, ich verstehe. Ja, wenn Sie meinen... Am besten, Sie vergessen es. Und vielen Dank für Ihre Bemühungen. Und... Alles gut. Ich hab... Wiederhören, ja. Ja, ich muss noch mal zur Messe raus. Unser Stand wird ja heute aufgebaut. Du sagst doch, dir geht es nicht besonders. Es geht schon. Wann wollen wir essen? Wie immer. Aber es gibt Seezunge, die lässt sich sehr schlecht aufwärmen. Ich will versuchen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Sonst fang bitte ohne mich an. Tschüss. Herbert, wann bist du gestern Nacht nach Hause gekommen? Ziemlich spät, oder? Ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Ich war bis 2 Uhr wach. Wir waren noch ein Trinken, alle gemeinsam. So lange?
Können wir das nicht ein andermal besprechen? Ich bin wirklich in Eile. Wie du meinst. Ist das dein neuer Anfang? Es ist nichts, Doris. Wirklich nicht. Tschüss. Kommen Sie schon wieder zu mir? Ich bin froh, dass ich Sie erwische. Was gibt's denn? Die Sache hat sich erledigt. Das wollte ich Ihnen nur sagen, bevor Sie sich unnötige Arbeit machen. Deswegen kommen Sie extra her? Haben Sie kein Telefon? Ja doch, aber bei Ihnen hat sich ja niemand gemeldet. Und ich wollte auch gleich mit Ihnen abrechnen. Das hätte auch Zeit gehabt. Ja. Aber kommen Sie mit rauf. Ja. Sagen Sie, wir haben uns doch nicht missverstanden. Das Haus, vor dem Sie das Auto angefahren haben, war Mainstraße 84, ja? Ja. Und Sie sagen, die Sache mit dem Unfall hat sich erledigt? Ja, wir haben uns geeinigt. Wie heißt er denn? Wer? Na, der Besitzer von dem Auto. Wenn Sie sich geeinigt haben, müssen Sie doch wissen, wie er heißt. Warum interessiert Sie das? Die Polizei interessiert das. In dem Haus, vor dem Sie den Wagen angefahren haben, ist eine Frau ermordet worden. Davon weiß ich nichts. Wann? Vergangene Nacht. Vielleicht haben Sie was gesehen, vielleicht können Sie eine Aussage machen. Ich habe nichts gesehen. Schon der geringste Hinweis könnte entscheidend sein. Wenn Sie meinen Rat wollen, Sie sollten zur Polizei gehen. Als Zeuge. Das werde ich nicht tun. Dafür gibt es keinen Grund. Und Sie werden sich hoffentlich daran erinnern, dass Sie zur Diskretion verpflichtet sind. Ich habe Sie nicht bezahlt, damit Sie mich in Schwierigkeiten bringen. Wiedersehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Danke, so stimmt. Danke. Ist noch Zeit? Tut mir leid, aber wir hatten gesagt 1 Uhr. Schlichting hat mich angerufen. Ich glaube, du hast den Verstand verloren. Ich schicke dir einen Mandanten in einer harmlosen Verkehrssache und du versuchst ihm einen Mord anzuhängen. Eins steht fest. Er war in der Nähe. Zur selben Zeit. Warum sagt er nicht, was er da gemacht hat? Er hat's mir ja gesagt. Er war mit einer Dame zusammen, die dort wohnt. Mainstraße 84? Ja. Und wie hieß sie? Das weiß er nicht. Er war mit ihr in einer Wohnung, aber er weiß nicht, wie sie heißt. Er war betrunken. Er hat sich für alles andere interessiert, nur nicht für ihren Namen. Es ist dasselbe Haus. Ja, aber deshalb muss es doch nicht dieselbe Frau sein. Sie hatte ziemlich häufig Besuche von Männern. Da war sie bestimmt nicht die Einzige. Aber es ist doch eigenartig, wie gut die Geschichte von Schlichting dazu passt. Warum geht er nicht zu seiner Frau und sagt ihr, was los ist? Sagt ihr die Wahrheit. Dazu muss ich die Vorgeschichte kennen. Seine Frau war schon ein paar Mal dran, sich von ihm zu trennen. Und er möchte vermeiden, dass es sofort die nächste Krise gibt. Außerdem, glaubst du, er geht zum Anwalt, wenn er sich an 5 Fingern ausrechnen kann, dass er sich dadurch mit einem Mord in Verbindung bringt? Warum er bei dir war, ist doch klar. Er wollte herausfinden, wem er seine verdammte Visitenkarte an den Wagen geklemmt hat. Als er das getan hat, konnte er ja nicht wissen, dass er eine halbe Stunde später seine neue Freundin umbringt. Er wollte versuchen, sich mit dem Eigentümer des beschädigten Wagens zu einigen, zu arrangieren, damit der nicht zur Polizei geht. Die Akte Schlichting, Herr Dr. Rent. Ah ja, dankeschön. Noch Kaffee? Gerne. Danke, ich habe noch. Ich wusste, dass ich es mir beschafft hatte. Hier, bitte. Nicht so gut. Jedenfalls hat der Richter ihn daraufhin verurteilt. Aufgrund dieses Fotos. Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Ich bin wirklich gespannt, ob ihn auch jemand darauf erkennt, der das Foto nicht durch die Brille des Verkehrsrichters sieht. Nie gesehen. Er war gestern Abend hier mit ein paar Freunden. Warum fragen Sie, wenn Sie es wissen? Als seine Freunde gegangen sind, ist er mitgegangen. Aber er ist kurze Zeit später wiedergekommen, allein. Wegen einer Frau, deren Bekanntschaft er hier gemacht hat. Sind Sie ein Bulle? Nein, aber ich kann Ihnen welche herschicken. Die fragen Sie dann genau dasselbe. Aber nicht hier, die nehmen Sie erstmal mit und das kostet Sie Stunden. Was ist denn los mit Rita? Rita? Sie heißt Rita? Sie ist Stammgast hier. Nicht Inge Weber, sind Sie da sicher? Also die, mit der er hier raus ist, heißt Rita. Und die arbeitet gegenüber in der Boutique. Wissen Sie auch zufällig Ihren Nachnamen oder Ihre Adresse?
Ich heiße übrigens Vicky. Aber das interessiert Sie wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Beim nächsten Mal. Guten Abend. Sind Sie Rita Kubetzki? Wer denn sonst? Ihre Freundin Vicky schickt mich. Sie macht sich Sorgen. Sie hat nämlich gehört, dass hier im Haus eine Frau ermordet worden ist. Dann können Sie mich doch anrufen. Darf ich vielleicht einen Moment reinkommen? Nein. Moment, ich habe nur noch eine Frage. Haben Sie den schon mal gesehen? Kenne ich nicht. Ihre Freundin sagt, Sie hätten ihn gestern Abend kennengelernt. Und später wären Sie zusammen gegangen. Ach, der. Ja, ja, das stimmt. Der ist mit mir rausgegangen. Er war so nett und hat mir ein Taxi besorgt. Er hat Sie nicht nach Hause gefahren? Unsinn. Er konnte ja gar nicht mehr fahren. Er hat gesagt, es ist viel zu riskant. Er war auch nicht mit hier. Und dass er hier unten auf dem Parkplatz einen Unfall hatte, das bildet er sich wohl nur ein. Hm? Davon weiß ich nichts, weil ich nämlich gar nicht dabei war. Und jetzt raus! Au! Na, willst du mir helfen? Ich muss gleich wieder rein. Es macht Spaß heute. So schöne Luft. Ich hab dir zugesehen. Faulpelz. Wenn du dich so um den Garten kümmerst und ums Haus, da habe ich das Gefühl, das sind doch Arbeiten, die macht man nicht, wenn man die Absicht hat zu gehen. Denkst du immer noch daran? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir immer wieder darüber reden. Papi, komm mit. Langsam, ich reiß mir die Arme aus. Lass mich doch einen Moment mit der Mami reden, ja? Verstehe ich nicht? Ja? Telefon. Sag's, ich ruf zurück. Das geht nicht, das hat seinen Namen nicht. Entschuldigung. Ja, hier ist Schlichting. Hören Sie mir gut zu. Ich werde nicht zahlen. Keinen Pfennig. Wer spricht denn? Sie wissen genau, wer hier spricht. Bitte sagen Sie mir Ihren Namen. Ich will wissen, wer Sie sind. Ich habe Ihnen vorgeschlagen, den Schaden an meinem Wagen zu vergessen, weil es sich nicht lohnt. Aber wenn Sie daraus falsche Schlüsse ziehen und glauben, mich unter Druck setzen zu können, dann haben Sie sich geirrt. Dann gehe ich zur Polizei. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich habe doch kein Geld von Ihnen verlangt. Wer denn sonst? Weiß ich nicht. Sie haben sich mein Kennzeichen gemerkt und jetzt versuchen Sie mir was anzuhängen. Ich habe nichts damit zu tun und ich habe Sie auch nicht erpresst. Ich warne Sie, ich habe wenig Lust, in diese Sache verwickelt zu werden, nur weil mein Wagen vor dem Haus stand. Und wenn Sie mir nochmal so einen Brief schreiben, dann gehe ich zur Polizei. Und damit hat er eingehängt. Ja. Und wenn er zur Polizei geht, nennt er meinen Namen. Dann hänge ich da plötzlich drin. Erpressung und Mord? Sicher, das ist lästig, aber wenn Sie eine saubere Weste haben. Ich glaube, ich weiß, wer ihn erpresst. Ihre Begleiterin, mit der Sie aus dem Nightclub? Ja, sie kannte seinen Wagen. Den Eindruck hatte ich sofort. Und sie kannte vermutlich auch die Frau, die ermordet wurde. Den Rest reimt sie sich zusammen. Sie versucht es einfach mal. Na gut, wir finden Sie schon. Sie sagt noch, Sie waren in der Wohnung. In dem Haus gibt's 100 solche Wohnungen. Die sehen alle gleich aus. Aber irgendwas muss doch passieren. Warum sind Sie sonst hier? Herr Mantula hat recht. Vielleicht ist es das Vernünftigste, Sie gehen zur Polizei
und kommen einer Anzeige zuvor. Nein, keine Polizei. Und warum nicht? Ich höre schon die Fragen. Und die Fragen meiner Frau. Ich bin nicht besonders gut im Lügen. Irgendwann erfährt sie es ja doch. Dann hätte ich es ihr gleich sagen müssen. Nein, jetzt ist es zu spät. Es war eine Dummheit. Ihre Frau wird es bestimmt verstehen. Nein, jetzt würde sie glauben, es wäre doch ernster gewesen mit dieser... Es handelt sich um Mord. Begreifen Sie das nicht? Es steht mehr auf dem Spiel als Ihre Ehe. Wir glauben ja, was Sie uns sagen. Aber alles, was wir Ihnen vorschlagen, weisen Sie zurück. Weshalb sind Sie dann zu mir gekommen? Sie haben recht. Vielleicht war ich doch etwas voreilig. Am besten, wir warten erst mal ab. Herr Rechtsanwalt, Wiedersehen, Herr Schlechting. Herr Matula. Möchten Sie es anprobieren? Gern, wo? Was wollen Sie? Ein paar Streicheleinheiten für meinen schlimmen Fuß. Wenn Sie nicht verschwinden, dann rufe ich die Polizei. Außerdem will ich mit Ihnen reden und ich glaube nicht, dass Sie Zeugen dabei haben wollen. Schon gar nicht die Polizei. Worum geht's? Um Erpressung. In Ihrem Haus ist eine Frau ermordet worden, Inge Weber. Sie sind die Einzige, die weiß, wer das getan hat. Aber Sie behalten es für sich, weil Sie... Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Weil Sie damit Geld machen wollen. Dummerweise hält der Mann, den Sie erpressen, einen anderen für den Erpresser. Herrn Schlichting. Er hat ihn angerufen und ihn mit einer Anzeige gedroht. Na wunderbar. Warum gehen Sie dann nicht zur Polizei, wenn Sie es beweisen können? Sicher, das ist eine Möglichkeit. Aber für uns ist es einfacher, wir erzählen es gleich Ihrem Opfer. Dem Besitzer des beschädigten Saab. Soll er sich doch mit Ihnen auseinandersetzen. Sie können mich nicht einschüchtern. Wenn jemand erpresst wird, ist er darüber meist sehr unglücklich. Und das zeigt er dann auch. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich weiß nichts von einem Saab. Ich bin mit einem Taxi gefahren und dieser Typ war nie in meiner Wohnung. Und wenn er was anderes sagt, dann lügt er. Ich habe Sie gewarnt. Wir werden ja sehen, ob Sie Vernunft annehmen. Wir sehen uns dann am Nachmittag. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich die Polizei einschalte, wenn ich noch mal so einen Brief bekomme. Hören Sie, legen Sie nicht auf. Ich war nicht allein an dem Abend, als ich Ihren Wagen angefahren habe. Ich war in Begleitung einer Dame, die Sie kannte. Sie wohnt in dem Haus, vor dem Ihr Wagen stand. Vielleicht schreibt sie die Briefe. Dann sagen Sie mir den Namen. Den weiß ich ja nicht. Aber ich habe Sie im Le Jardin kennengelernt. Wie viel soll er denn zahlen? Angeblich 100.000 Mark. Er hat jetzt gedroht, ich würde Ärger kriegen. Mit meiner Frau... Oder mit den Kindern. Er weiß genau, wo wir wohnen. Er ist über alles informiert. Herr Schlichting, es ist höchste Zeit, die Polizei einzuschalten. Sie wissen, wie ich darüber denke.
Was ist, wenn er seine Drohung wahrmacht? Man muss nur erreichen, dass diese Frau ihn nicht erpresst. Dann ist ganz von selbst Ruhe. Wie denn? Wir haben es ja versucht. Sie haben es versucht? Herr Matula hat mit ihr geredet. Sie streitet alles ab. Nicht nur die Erpressung. Ja, woher wissen Sie denn Ihren Namen? Sie bestreitet auch, dass Sie in Ihrer Wohnung waren. Und sie behauptet, Sie hätten sich vor dem Le Jardin getrennt. Das ist gelogen. Nehmen wir mal an, es wäre die Wahrheit. Sie waren vor dem Haus. Das haben Sie ja zugegeben, weil Sie dort den Saab angefahren haben. Möglicherweise waren Sie nicht einverstanden mit der plötzlichen Trennung und sind ihr gefolgt. Und in diesem Haus ist eine Frau ermordet worden, etwa um die gleiche Zeit. Inge Weber. Wer sagt uns, dass Sie die nicht kannten? Sie sind hier verrückt. Oder Sie haben Ersatz gefunden. So ganz auf die Schnelle. Ich war bei der Frau aus der Bar. Können Sie das beweisen? Ich werde zu ihr gehen. Ich werde selber mit ihr reden. Geben Sie mir den Namen. Sie hören doch. Es ist sinnlos. Sie wird meine Angaben bestätigen. Sie wittert Geld. Offenbar ist sie bereit, dafür eine ganze Menge zu riskieren. Dann werde ich ihr Geld geben. 100.000 Mark? Natürlich nicht, aber... Sagen Sie, wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich gebe Ihnen einen Auftrag und Sie nehmen Kontakte auf, die mir schaden, hinter meinem Rücken. Ich werde Ihnen das erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Also los. Los, tun Sie, was Sie für richtig halten. Gehen Sie zur Polizei. Meinen Sie, weil ich von meiner Frau ein paar Geheimnisse habe, da haben Sie das Recht, mich zu ruinieren? Meine Ehe, meine Familie? Worauf warten Sie noch? Wer betrunken Auto fährt und eine Unfallflucht begeht, der ist ja auch zu einem Mord fähig. Damit bin ich abgestempelt, ja? Moment, Herr Schlichting. Damit wir uns nicht missverstehen. Wir gehen auch immer davon aus, dass Sie uns die Wahrheit sagen. Dass Sie nichts zu tun haben mit dem Mord an... Aber Sie trauen es mir zu. Sie zwingen mich zu reden, mich zu verteidigen. Und je mehr ich mich verteidige, umso mehr trauen Sie es mir zu. Sie denken, wenn er wirklich unschuldig wäre, dann wird er schweigen. Geben Sie mir den Namen. Sagen Sie mir, wie sie heißt. Gut, wie Sie meinen. Rita Kopetzky. Wo Sie wohnt, wissen Sie ja. Rita Kopetzky. Auf Wiedersehen, Herr Schlichting. Wiedersehen. It's too late for you and me. It's too late for you and I. Much too late for you to cry. Hallo. It's too late for you. Da bist du ja endlich. You are my life. Du, ich habe versucht, dich anzurufen. Ich war nicht zu Hause. Aber auch nicht im Geschäft. Sie haben gesagt, du bist früher. Es ging mir nicht besonders. Das heißt, ich habe gesagt, dass es mir nicht besonders geht, damit ich weg konnte. Ich war im Kino. Ist irgendwas? Nein. Ich wollte nur nicht nach Hause. Ich weiß auch nicht. Was trinkst du? Gin Tonic. Guten Abend, Rita. Erich. Lange nicht gesehen, hm? Ja, sehr lange. Was machst du denn hier? Was macht man hier schon? Vielleicht wollte ich dich wiedersehen. Mich? Du warst die Erste, nach der ich gefragt habe. Stimmt's, Vicky? Stimmt. 5 Minuten später kommst du rein. Das ist Schicksal. Darauf müssen wir einen trinken. Nein, danke. Ich möchte nicht. Ein Glas. Ich muss gleich gehen. Auf unser Wiedersehen. Vicky trinkt auch was mit. Was, Vicky? Kommt ganz drauf an, was du uns bietest. Champagner. Bring mal eine Flasche von der Witwe. Man soll immer damit anfangen, womit man aufgehört hat. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich an gar nichts. Lass uns doch ein bisschen reden. Worüber? Über uns. Über die guten alten Zeiten. Lange her? Ja, es ist lange her, fast ein halbes Jahr. Und es waren wirklich gute Zeiten. Du hast mich ein paar Mal gebumst, immer wenn es dir danach war. Und zwischendurch hast du mich kaum gekannt. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Zum Wohl. Zum Wohl. Santé. Santé.
unser Wiedersehen. Komm, wir setzen uns darüber. Weißt du wirklich nicht, warum ich hier bin? Warum? Überleg mal. Wahrscheinlich suchst du wieder was Neues. Das kann ich auch woanders machen. Danke. Aber hier finde ich dich. Komm, Erich, hör auf mit dem Quatsch. Ich kann das nicht mehr hören. Ehrlich, es stimmt. Du hast mir zu viel andere. Was denn für andere? Keine Ahnung, es ist mir auch egal. Ich will nicht mehr das fünfte Rad am Wagen sein. Es gibt Zeiten, da ist das fünfte Rad das Wichtigste. Klar, weil bei den anderen die Luft raus ist. Nein, Erich, mit mir nicht mehr. Das ist vorbei. Ich bin in Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Ziemlich ernste. Ich bin in einer Lage, wo man nicht so nötig braucht wie seine Freunde. Mich? Ja, vielleicht dich. Nicht irgend so eine Mieze. Als ob ich für dich was anderes wäre. Aber du könntest es sein. Vielleicht haben wir es nur nicht richtig versucht. Wahrscheinlich war das unser Fehler. Was sind das für Schwierigkeiten? Ich würde gern darüber mit dir sprechen, aber es ist nicht leicht. Versuch es. Nicht hier. Vielleicht. Vielleicht kann ich dir helfen. Also schön. Ich werde erpresst. Du? Von wem? Weiß ich nicht. Womit? Ich meine, wegen was? Wegen der Sache mit in deinem Haus. Irgendjemand glaubt, dass ich was damit zu tun habe. Wer behauptet das? Keine Ahnung. Ich bekomme ständig Briefe, da steht drin, dass ich der Mörder bin. Und dass es die Polizei erfährt, falls ich nicht zahle. Und du weißt nicht, du hast keine Ahnung, wer diese Briefe geschrieben hat. Sie sind anonym. Das ist natürlich Unsinn, was da drin steht. Warum gehst du dann nicht zur Polizei, wenn du sagst, wenn du nichts damit zu tun hast? Ich habe sie immerhin gekannt. Inge Weber. Nur flüchtig. Flüchtig. Trotzdem, es reicht. Schlagzeilen, Vernehmung, stell dir vor, das kann ich mir nicht leisten. Ich war ein paar Mal mit dir essen. Essen, Erich. Wenn das rauskommt, dann... Solange du nicht in ihrer Wohnung warst? Doch, auch. Aber nicht, als es passiert ist. Wo warst du denn, als es passiert ist? Ach, keine Ahnung. Zu Hause, wahrscheinlich im Bett. Klar, das glaubt mir keiner. Wie kann man das beweisen? Also wirst du zahlen? Es bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Außer du sagst, dass ich bei dir war. Bei mir? Ja. In meiner Wohnung? Warum nicht? Da warst du schon eine Ewigkeit. Aber du könntest das doch sagen. Nein. Das ist nicht gut, weil bei mir jemand anders war. Und wenn es rauskommt, dass ich gelogen habe, um dir zu helfen, dann... Nein. Wie viel wollen die denn von dir? 100.000 Mark. Thank you.
Hoffentlich haben wir keinen Fehler gemacht. Man muss nur erreichen, dass die Frau ihn nicht erpresst. Dann ist ganz von selbst Ruhe. Das hat er doch gesagt. Ich weiß. Was schlägst du vor? Wir müssen sie warnen. Habe ich schon versucht. Sie ist nicht zu Hause. Dann versuch's nochmal. Rita Kopetzky bleibt dabei, dass Schlichting zur Tatzeit nicht in ihrer Wohnung war. Aber wo war er dann? Wir dürfen nicht voreilig sein. Es gibt keine Beweise. Trotzdem, wir müssen verhindern, dass Schlichting jetzt eine Dummheit macht. Kein Einspruch. Okay, ich versuche ihn zu finden. Und ich versuche weiter, die Kopetzky zu erreichen. Schlichtings Adresse? Hier. Setz dich doch. Mach's dir bequem. Willst du was trinken? Whisky. Oder möchtest du was essen? Du warst lange nicht hier, nicht wahr? Warum sagst du nix? Ich hol dir Eis. Keine Ahnung, wovon du redest. Du weißt genau, wovon ich spreche. Sag es. Mach schon! Das ist doch jetzt vergessen. Also hast du sie geschrieben? Ich werde es dir erklären. Später. Nein, jetzt! Lass mich los. Lass mich zuerst los. Ich war sauer, weil du mich behandelt hast wie eine Nutte. Du bist gekommen, wann du wolltest, und danach, da bist du sofort wieder weg. Deswegen... 100.000 Mark. Weißt du, das war Spinnerei, aber... Ich wollte vor allem, dass du mal nachdenkst. Ich habe nie geglaubt, dass du wirklich zahlst.
Was weißt du über die Sache? Eigentlich gar nichts. Du hast doch gehört, ich war sauer, weil du manchmal mit einer... weil du manchmal mit anderen rumgezogen bist. Mit wem? Mit Inge Weber. Und so weißt du doch was. Ich weiß, dass dein Wagen vor dem Haus stand. Und ich weiß, dass du manchmal mit dir zusammen warst. Sonst nichts. Wirklich. Ich will auch gar nicht mehr wissen. Aber du traust es mir zu. Nein. Jetzt nicht mehr. Warum? Weil ich jetzt hier bin? Weil ich jetzt Zeit für dich habe? Nein. Weil ich nicht gleich wieder verschwinde? Ich würde dich nie verraten. Du glaubst, dass ich es war. Klar, du würdest mich nicht verraten. Solange wir zusammen sind. Aber was ist, wenn ich gehe? Auch dann nicht. Wie kann ich dir vertrauen? Wie kann ich mich vor dir schützen? Aber du warst es nicht. Guten Abend, Herr Rechtsanwalt. Hier ist Schlichting. Herr Schlichting, wo sind Sie denn jetzt? Vor dem Haus, in dem diese Kopetzki wohnt, in einer Telefonzelle. Um Gottes Willen, machen Sie keine Dummheiten. Was haben Sie vor? Ich habe gar nichts vor. Ich bin hier, um mit ihr zu reden. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Aber sie ist nicht da. Doch, sie ist eben gekommen, vor einer Viertelstunde. Allerdings nicht allein. Mit wem denn? Das erraten Sie nicht. Mit dem Mann, dem der Wagen gehört, den ich angefahren habe. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Was wollen Sie jetzt tun? Begreifen Sie denn nicht? Er hat mich angerufen und behauptet, dass ich ihn erpresse. Und ich war der festen Überzeugung, dass diese Kopetzki ihn erpresst. Und plötzlich wird mir klar, die beiden machen gemeinsame Sache. Woher wissen Sie denn, dass sie mit ihm gemeinsame Sache macht? Ja, sie hat ihn mitgenommen in ihre Wohnung. Freiwillig? Ja, natürlich freiwillig. Sie ist mit ihm in seinem Wagen gekommen und sie haben sich geküsst. Obwohl Sie annehmen... dass er auch in diese andere Sache verwickelt ist. In den Mord an Inge Weber. Ich begreife es ja auch nicht. In Ordnung. Warten Sie auf mich. Ich nehme ein Taxi. Wir treffen uns vorm Haus. Geh nicht ran. Ich sag nicht, dass du hier bist. Er sagt, du sollst nicht rangehen. Aber was hast denn du vor? Du kannst mich doch hier nicht einsperren. Bist du verrückt geworden? Zieh dir was über. Machen Sie auf! Frau Kopetzki, hören Sie mich! Ich weiß, dass Sie da sind. Wenn Sie nicht öffnen, hole ich die Polizei. Was wollen Sie? Mein Name ist Renz, Rechtsanwalt Renz. Ich möchte mit Ihnen reden. Das geht jetzt nicht. Ich habe Besuch. Ich weiß, dass Sie nicht allein sind. Bitte zwingen Sie mich nicht, die Polizei zu rufen. Guten Abend. Mein Name ist Renz. Und das ist der Schlichting. Guten Abend. Wie war Ihr Name? Ich habe ihn nicht verstanden. Machen Sie hier kein Theater. Sagen Sie, was Sie mir zu sagen haben, und dann gehen Sie. Ist es Ihnen wieder eingefallen? Was? Wo
woher Sie Herrn Schlichting kennen. Nein, ich habe ihn nie gesehen. Und er war auch nie hier in Ihrer Wohnung? Warum, wann? In der Nacht, als in diesem Haus Inge Weber umgebracht wurde. Ja, wie soll er denn hier gewesen sein, wenn ich ihn nicht kenne? Ja, aber ich habe doch... Sie sagen nichts. Und Sie fassen nichts ein. Darf ich mal telefonieren? Wozu? Mit der Kripo. Die sollen die Spurensicherung schicken, wegen Fingerabdrücken. Dann wird sich ja zeigen, ob er schon mal hier war oder nicht. Gut. Na, ich habe einen Fehler gemacht. Aber fragen Sie mich nicht, wie ich so blöd war, mich von dem bequatschen zu lassen. Und Sie? Sie haben gar nichts dazu zu sagen? Nein? Dann werde ich mal sagen, was ich schon weiß. Sie fahren einen Saab Turbo, blau. Der stand in der Nacht, als Inge Weber getötet wurde, unten vor diesem Haus. Dort wurde er angefahren und beschädigt. Am linken vorderen Kotflügel. Stimmt's? Mein Wagen, Sie können ja runtergehen und nachsehen. Sicher, aber wahrscheinlich würde es mehr bringen, wenn ich nach der Werkstatt suche, wo er repariert wurde. Erkennen Sie seine Stimme? Ja, er ist es, hundertprozentig. Am nächsten Morgen haben Sie Herrn Schlichting angerufen. Er hatte seine Karte an Ihren Wagen gesteckt, nachdem er ihn angefahren hatte. Und zunächst haben Sie gesagt, der Schaden sei ganz unerheblich. Und dann haben Sie ihn wieder angerufen und haben behauptet, dass Herr Schlichting Sie erpresst. Stimmt das? Wer sind Sie überhaupt? Mit welchem Recht stellen Sie hier Fragen? Ich frage nur im Interesse meines Mandanten. Und ich möchte klarstellen, dass er für den Zeitpunkt des Todes von Inge Weber ein Alibi hat. Und ich möchte weiterhin klarstellen, dass er nicht der Erpresser ist. Na schön, jetzt haben Sie es klargestellt, also gehen Sie. Noch nicht ganz. Von wem stammen denn nun die Briefe? Das hat sich inzwischen erledigt. Von Ihnen? Was wissen Sie eigentlich über die Sache? Womit haben Sie ihn unter Druck gesetzt? Darauf muss ich nicht antworten. Mir nicht, aber der Polizei. Auch nicht der Polizei. Man kann Fräulein Kopetzki nicht zwingen, auszusagen. Wir sind nämlich verlobt. Ach. Seit wann denn? Seit einigen Tagen. Wir haben es bisher geheim gehalten. Das ist Ihnen gelungen. Besonders vor Herrn Schlichting. Und wie lange glauben Sie, dass diese Verlobung dauern wird? Gut. Dann möchte ich Sie beide nicht länger stören. Wiedersehen. Warten Sie. Lassen Sie mich nicht allein hier. Das müssen Sie mir erklären. Ich habe Angst. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Ich habe sie umgebracht. Ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist. Wir waren im Bett. Es war ein Spiel, wie immer. Unser Spiel. Sie wollte, dass ich sie würge. Sie wurde immer... Ich war wie wahnsinnig. Wir beide. Plötzlich. Plötzlich. Kann ich Sie mitnehmen? Nein, danke, nicht nötig. Da drüben steht mein Wagen. Ich nehme ein Taxi. Ich hatte gehofft, dass Sie mich begleiten.
nach Hause zu meiner Frau. Ich wollte Sie bitten, dass Sie mit ihr reden. Herr Schlichting, ich weiß nicht, ob es noch Sinn hat, aber... Aber denken Sie nicht auch, dass für Ihre Frau das Wichtigste an der Wahrheit ist, dass sie sie von Ihnen erfährt? Deep in-